hier mein zweites Projekt. Mrs. Marser Boutique Marcherie von Marcher natürlich. Ne? So, was für ein Laden ist das? Das ist ganz einfach. Neben dem ersten Laden, den ich saniert habe auf eigene Kosten, habe ich auch diesen Laden auf eigene Kosten saniert. Warum? Auch hier möchte ich mich ausleben. Und ihr werdet sehen, was ganz merkwürdig ist. Hier ist ja ein Friseurladen drin. Das ist ganz einfach. Dieser Laden ist untervermietet. Das heißt, es ist ein eigenständiger Friseurladen mit einer sehr guten alten Freundin von mir. Diese Freundin ist unter anderem auch sehr bekannt, eine Burlesque-Tänzerin, eine Sängerin, die sich ausleben wollte. Und ich habe das Glück, ich habe einen zweiten Laden. So, deswegen durfte sie hierher. Und ihr werdet merken, auch in nächsteren Filmen, den habe ich ihr geschenkt, weil wir haben, ich habe zwei davon gehabt, damals produzieren lassen, aber der passte dann doch nicht im Laden. Und wenn man an der Zicke ist, man sagt, ach was soll's. Und sie hat einen Barber, den hat sie geschenkt gekriegt. Jetzt hat sie für ein Event den zweiten bekommen, den ich demnächst wieder ausleihen werde. Das ist also mein Stuhl. Das heißt, ihr seht, hier haben wir gar keine Probleme mit Konkurrenz. Denn wir sind zwei verschiedene Persönlichkeiten und jeder hat sein eigenes Ich. Jetzt stelle ich euch ja meinen zweiten Laden mal vor. Das ist also meine Boutique Marcherie. Übrigens, ganz wichtig, das ist meine eigene Kollektion. Deswegen habe ich ja meine Boutique. Das bedeutet, ich möchte selber kreieren. Ich habe Ideen und ich habe Schneiderinnen oder ich nähe selber mal. Und ich gucke einfach mal, was ich so mache die nächste Zeit. Ja, also wie gesagt, das ist mein Showroom. Das ist mein zweites Reich. Und dann seht ihr, hier lebe ich mich auch aus. Also man denkt immer nur, ne, nur Friseur und durchgeknallt. Hier ist doch mehr das Seriöse, was immer seriös bedeutet. Aber das Schöne ist, das Thema ist hier ganz einfach. Wir haben Office-Schick, wenn man im Büro arbeitet. Ich finde das toll. Schöne Frauen mit so einem Röckchen, bisschen eng und schöne Bluse. Oder wir haben das für den Abend. Das ist so typisch die 20er, das finde ich auch total toll. Na, für die Partys, dann haben wir natürlich auch die Elegance. Für die Frauen, die abends irgendwo hingehen wollen, auf ein schönes Fest. Ja, manchmal würde ich mich auch da reinsetzen, aber ich passe ja auch nicht immer überall rein. Na, man wird ja mit der Zeit älter und ein bisschen dicklicher und runder. So, jedenfalls, hier seht ihr auch, das ist mein Laden. Na, für Leute wenig Geld habe ich immer, wenn es irgendwann nicht mehr aktuell ist, Sale-Ecke. Dann habe ich Sachen, die ich nicht verkaufe. Das ist nämlich mein Teil, das gebe ich nicht her. Ja, aber wie ihr seht, das ist wirklich ein Laden, wo ich mein zweites Auge eigentlich habe. Weil es ist ganz einfach, ihr habt den ersten Laden gesehen, ich nähe selber, ich bastel gerne und ich mache gerne. Und ich habe mir mal gesagt, ich wollte eigentlich mal Designer werden, Modedesigner. Ich habe also immer schon genäht, davon später mal mehr, aber hier kann ich mich weiter austoben. Und das finde ich total klasse. Und so schwul wie ich bin, ist es perfekt für mich. Ja, also wie gesagt, das ist das neue Projekt und davon werdet ihr später noch mehr erfahren. Ja, damit ist es alles gesagt und ich hoffe, vielleicht lernt ihr auch diesen Laden mal kennen und zu genießen. Und wenn ihr mal was für einen schönen Abend braucht, dann ist es ganz einfach. Guckt euch das einfach an, vielleicht findet ihr etwas für euch, für eure Töchter, Freundin, Freund. Hier ist jeder willkommen, wirklich jeder willkommen. Auch hier ist es wichtig, sei lieb, sei offen, sei großzügig mit deiner Persönlichkeit. Guck es dir an, wenn es dir nicht gefällt, dann ist es leider so. Wir können nicht jeden bereichern im Leben, aber wir versuchen das Beste zu tun. Danke, bis dann, tschüss.